Es gibt einen großen Erfolg zu vermelden, weil heute Morgen wurde eine Zwangsräumung verhindert. Und jetzt kommt Andreas. Hallo alle zusammen. Großartig, dass wieder so viele Leute hier sind. Das wärmt einem das Herz. Und großartig war es auch heute Morgen. Heute Morgen konnten 70 Leute die Zwangsräumung einer Familie in der Oppelner Straße verhindern. Die Gerichtsvollzieherin und der Rechtsanwalt des Eigentümers haben ganz schön blöd aus der Wäsche geschaut, als sie ankamen. Und da standen schon 70 Leute und hatten Eingang blockiert. Dann sind sie wieder abgezogen. Dann kam die Polizei. Die ist auch wieder abgezogen. Und das ist auch der Protest hier auf der Straße zu verdanken. Sie haben einfach Angst, dass sie das Ganze weiter ausweitet. Sie wollen es nicht eskalieren. Die Zwangsräumung wurde nur vorerst verhindert. Das heißt, wir müssen da dranbleiben. Dabei müssen wir nicht warten, bis der Kapitalismus abgeschafft ist und wo nun keine Wahlen mehr sind. Sondern wir können heute und hier Erfolge erzielen. Dazu müssen wir nur solidarisch sein und uns gegenseitig